kalte Chicken Nuggets. Ich weiß nicht wo. Ich bin Arktis, der Hüter des Eises. Mein Zorn vernichtet jeden, der es wagt, diesen Wald zu betreten. Lasst uns beginnen. Okay. Ach so, ja. Wir müssen ja ganz näher ran. Also, nicht ganz nah ran. Oh nein, bin eingefroren. Toll, danke. Machen wir das mal. Ja, danke schön. Okay, danke schön. Danke. Weil es ist immer noch schwierig, selbst das dann so zu hören, finde ich. Und dann, wenn die anderen halt sagen, hör mal, mach doch den Ton was leiser oder lauter. Ne? Dann ist meistens immer schon was einfacher. Was sagen die Leute meistens immer erst, wenn es da, keine Ahnung, so zum Ende des Streams. Ach, der Ton war zu laut. Okay, ach, das ist schon ein bisschen schwerer als die anderen. Zum Glück haben wir vorher ganz viele Bären gesammelt. Schon. Okay. Ich hab nichts gesagt. Bitte, Arktos. Wir müssen unbedingt weiter, um jeden Preis. Bitte lass uns passieren. Nein, das kann ich nicht zulassen. Aber warum? Warum dürfen wir nicht weiter? Der eiskalte Wind, der durch diesen Wald weht, er hat sich in letzter Zeit deutlich erwärmt. Ich kann es nicht mehr lesen. Erwärmt? Ist nur mir fürchterlich kalt hier. Der kalte Luftstrom des Waldes wurde gestört. Selbst der Schnee beginnt zu schmelzen. Schnee, der nie zuvor geschmolzen ist. Versteht ihr, was das bedeutet? Das ist noch nie geschehen. Nicht ein einziges Mal. Und plötzlich erscheint ihr hier in diesem Wald. Das ist kein Zufall. Dafür könnt nur ihr verantwortlich sein. Wir haben nichts damit zu tun. Das ist reiner Zufall, wirklich. Arktos, bitte. Es ist nicht unsere Schuld, dass der Schnee schmilzt. Das hier ist nämlich nicht der einzige Ort, wo die Natur in letzter Zeit verrückt spielt. Das Klima hier hätte sich auch verändert, wenn wir nicht hierher gekommen wären. Gern doch, danke. um das soll ich euch glauben. Schluss mit dem Unsinn. Euer Ende ist gekommen. Halt. Die beiden sagen die Wahrheit. Die Natur ist in der Tat überall aus den Fugen geraten. Ist das wirklich wahr? Leider ja. Ich spüre, wenn etwas mit der Natur nicht stimmt. Doch die Katastrophen in letzter Zeit sind anders als alles, was ich je erlebt habe. Also gibt es noch weitere Vorkommnisse dieser Art? Nun, gut. Ich werde euch glauben. Ihr dürft passieren.
Bei mir ist das Problem, ich habe eine Community aus Englisch, die sagen auch nichts. Und wenn du die Wiederholung schaust, hört man das Game nicht. Oh nein, das, ja, hat sowas. Also bei mir sind meistens Deutsche, aber ich nicht, ja, Englisch rede, ne, ist auch klar. Aber dann sagt man so, ist der Ton denn so in Ordnung, dann kommt da nichts, ne? Und irgendwann schreibt einer, oh, das Spiel ist zu laut. Und man denkt, hättet ihr mir das nicht was früher sagen können? Weil das hier würde ich gerne auf YouTube hochladen. Also für die Leute, die auf YouTube gucken, nicht wundern. Ich rede mit dem Chat. Und ja, deswegen. Ja. Chat spielt schon wieder rum. Ich hoffe, die reparieren das bald mal. Ah, okay. Ja, ich bin extra auf Twitch gewechselt, weil YouTube irgendwie rumspinnt, weil sonst habe ich da mal gestreamt. Und ja. Ja, aber wenn hier auch alles spinnt, deswegen ist ja schön, das auch mal zu wissen. Ja, jedoch. Ihr müsst verhindern, dass sich diese Katastrophen weiter ausbreitet. Ich zähle auf euch. Großes Ehrenwort, Arklos. Und hallo! Mir geht es gut. Also, auch auf Twitch. Ich hoffe, die auch. Ja. Also, ich bin eigentlich auf Twitch jetzt, weil ich im Moment so von YouTube ein bisschen angepisst bin, weil gefühlt die Streams nicht mehr angezeigt werden und die Leute die nicht gucken können. Dann denke ich mir immer so, wollt ihr mich verarschen, ne? Dann kriegen das viele nicht mit. Und ja, deswegen habe ich gedacht, wir tun ja vielleicht auf beiden Plattformen immer ein bisschen streamen. Also dass wir vielleicht auf Twitch halt dann so gesehen Live-Let's Plays machen, die schneide ich dann und tu die als Folgen hochladen, ne? Und auf YouTube halt die anderen Sachen. Und ja. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ist aber erst seit kurzer Zeit. Achso, okay. Könnte natürlich auch daran liegen, ne, dass es jetzt hier mit Corona die Sache da ist, ne? Dass sie da vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Sachen runterdrosseln und ich weiß es nicht. Ja, hab gestern meine 50 Follower-Woll bekommen. Also, ah, okay, dann herzlichen Glückwunsch und gut zu wissen, dass du von YouTube weg bist. Dann, ja, ich glaube, ich habe. Habe ich dich abonniert? Ich weiß es nicht. Da muss ich gleich mal gucken. Sonst kriegst du von mir natürlich auch einen Follower. Und hallo! Willkommen! Willkommen, willkommen! Ja, bei YouTube ist das auch erst. Nee, bei YouTube. Ich habe irgendwie das Gefühl seit einem Monat. Über einen Monat schon. Und das kotzt mich einfach nur an. Und dann habe ich gedacht, weißt du was? Versuch's mal auf Twitch, ne? Und ich versuche immer noch ein bisschen auf YouTube zu streamen, damit vielleicht die Leute, die mich da abonniert haben, so ein bisschen mit rüberkommen, ne? Mal gucken, ob das so klappt. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Ich hoffe, dir auch. Wir machen Pokémon Mystery Dungeon. Also das ist ein Live-Let's Play so gesehen, aber ich streame das ganz normal und werde das in Folgen schneiden und das dann hochladen auf YouTube, weil ich im Moment keinen Bock habe aufzunehmen und ich kann auch nicht aufnehmen, weil mein Freund am Donnerstag zu Hause ist. Dankeschön. Das war mehr als knapp. Vielen Dank. Du hast uns gerettet. Verschwendet die kostbare Zeit nicht mit Danksagungen. Konzentriert euch lieber darauf, den Unheil Einhalt zu geben. Was? Gebieten. Ich kann schon nicht mehr lesen. Das tut mir leid. Nachtschicht? Oh nein. Oh nein. Gelingt uns dies nämlich nicht, wird noch viel Schlimmeres geschehen. Das sagt mir mein Instinkt. Ich habe die Zerstörungskraft dieses Unheil mit jeder Faser meines Körpers gespürt. Meiner Vorahnung haben sich an diesen Ort gerührt. Was ist das für ein Geräusch? Ich glaube, die Katzen machen irgendwas. Ich halte es für sinnvoll, dass wir von nun an gemeinsam weiterziehen. Ich werde mich euch anschließen. Also, nicht mal, darf ich euch anschließen? Nein, ich werde euch anschließen. Das ist dein Ernst? Ja. Und diese Katastrophen ein Ende zu setzen, ist... okay, ich werde euch meine Kräfte zur Verfügung stellen. Vielen Dank. Ja, wir haben einen neuen Begleiter. Kann man das Böse auch nennen, wenn einen einfach keinen coolen Namen einfällt?
Unheil. Ja. Okay. Also ich esse nebenbei. Nicht wundern. Wartet. Besonders, ich habe mir bei YouTube immer das mit den Bildern gemerkt, ne? Da muss ich, das ist der. Und jetzt muss ich immer auf die Namen gucken und mir die Namen merken von den Leuten. Und so. Überwand Magpie und ihr Team den Frostwald. Sie marschierten weiter gen Norden. Je weiter sie kamen, desto wurde die Gegend. Dieser vereiste Bergfahrt nimmt einfach kein Ende. Wir sind schon so weit gelaufen. Basti sieht auch schon ganz erschöpft aus. Es ist pure Verzweiflung, die uns vorantreibt. Wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Ob wir wohl das Richtige tun? Ich muss gerade kauen. Tut mir leid. Ist das kalt? Und überall nur Schnee und nochmal Schnee. Und seit einer Weile scheint sich die Gegend hier nicht mehr zu verändern. Kommen wir überhaupt von der Stelle? Du, Magpie, weißt du was? Ich glaube, in dieser Einöde gibt es außer uns überhaupt niemanden. Und ich habe den Eindruck, dass da nichts mehr ist, egal wie weit wir noch gehen. Ich bin so müde. Was wird nur aus uns werden? Uns passiert schon nichts? Ich weiß es nicht. Uns passiert nichts. Er läuft im Kreis. Kann sein. So lange. Okay. Naja, mein Glück so gesehen, ne, dass du jetzt bei mir zuguckst. Also, wenn du dich zu lange gepennt hast. Ne? Also, so muss man das auch sehen. Und du hast recht. Uns unnötig den Kopf zu zerbrechen, hilft uns auch nicht weiter. Immerhin haben wir es bis hierher geschafft. Tut mir leid, Magpie. Das war wohl ein Anflug von Selbstmitleid. Ich glaube an dich und deshalb gehe ich auch diesen ganzen weiten Weg mit dir. Und ich werde auch in Zukunft den Glauben an dich nicht verlieren. Ich gehe, wohin du gehst. Oh Gott, Hilfe! Basti vertraut mir unbedingungslos. Da darf ich keine Unsicherheit zeigen. Ich muss auch an mich glauben. Oh. Was war das? Mir wird auf einmal so schwindelig. Magpie, ist dir nicht gut? Endlich. Endlich bist du da. Da spricht jemand zu mir. Basti? Nein, Basti klingt anders. Diese Stimme. Ich kenne sie von irgendwoher. Endlich bist du da. Oh, das ist ja schön. Das ist schön. Ich habe dich erwartet. Ich bin so froh. Endlich begegnen wir uns. Aber du bist doch wie... Magpie, was ist los mit dir? Warum führst du Selbstgespräche? Andere können mich nicht sehen. Für sie bin ich unsichtbar. Folgt dem Weg noch ein kleines Stück. Er führt in eine zerklüften Berglandschaft, die von Klierberg gekrönt wird. Dort auf dem Gipfel lebt Holona. Holona? Er erwartet dich bereits. Oh oh. Aber sei vorsichtig. Nein, warte! Hey Magpie, was machst du denn da? Ist alles in Ordnung mit dir? Und hallo Steffi! Steffi! Hallo! Ich streame nur wegen dir! Nur zur Info.
ich esse kalte Chicken Nuggets dabei. Verstehe. Ist dir also erschienen und deshalb hast du so verblüfft ausgesehen. Aber es heißt ja, dass es sich bei Volona nicht bloß um eine Legende handelt. Dieses Pokémon existiert also tatsächlich. Und so befindet sich oben auf dem Gipfel. Magpie, all diese Anstrengungen, die wir auf uns genommen haben, um hierher zu kommen, die waren nicht umsonst. Wir werden endlich Volona treffen und die ganze Wahrheit erfahren. Dann können wir auch endlich dieses üble Verdächtigen gegen dich entkräften. Ist das nicht fantastisch, Magpie? Hör mal, Magpie, mach dir nicht so viele Sorgen. Es wird schon alles gut gehen. Ich kann verstehen, dass du Angst vor dem Treffen mit Volona hast. Was, wenn du der herzlose Mensch warst, der, ich weiß nicht, wie das Pokémon ausgesprochen wird, in den Stich gelassen hat? Ich wette, dass dir dieser Gedanke ständig in den Kopf herumgeistert. Für mich ist es ausgeschlossen, dass du dieser Mensch sein sollst. Warum bist du dir da so sicher? Du fragst dich, warum? Nun ja, es mag sein, dass ich anfangs so meine Zweifel hatte. Offen gestanden weiß ich selbst nicht so genau warum. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Du hast das Herz am rechten Fleck. Weißt du, früher, als ich zum ersten Mal die Idee mit dem Retterteam hatte, da traf ich dich im Kleinheim. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, da fällt mir auf, ich hatte damals schon in deiner Gegenwart so eine Vorahnung. Ist schon komisch, oder? Aber ich glaube wirklich fest an dich. Und wenn wir den Gipfel erreichen, erfahren wir endlich die ganze Wahrheit. Magpie, geben wir alles. Machen wir doch. So, jetzt muss ich den Chat lesen. Ja, im Fernseher läuft ja sowieso nur Mist. Also kann man auch mir beim Daddeln zu gucken. Da fühle ich mich aber jetzt besonders vom Essen aufgestellt. Ah, was habt ihr denn zu essen bestellt? Bist du bald beim Endboss? Nee, wir sind jetzt bei Bellona. Also wir waren ja auf der Flucht. Ich weiß nicht. Nee, du kennst das Spiel gar nicht. Du bist erst 16. Also ich kann dir leider nicht. Ich will dich nicht spoilern. Aber nee. Was Leckeres? Weißt du, sag mir doch was! Du weißt, ich esse gerne. Und ich will immer alles haben. Und ich habe noch Eis. Basti hat Eis gekauft. Na, ich habe wieder die falsche Taste gedrückt. Kriege ich dann was ab? Bringst du mir vorbei, ja? Was soll das denn? Das heißt nur, weil ich 16 bin. Ja, das stimmt. Du könntest es ja auch dir gekauft haben und gespielt haben. Ja. Aber die meisten, ich sag die meisten, mit Ausnahmen, die Jüngeren, die spielen halt dann kein Spiel, was dann 15 Jahre alt ist. Zum Beispiel. Ne? Aber nee, bis zum Endboss dauert das noch was. Können wir los? Ja. Wir gehen erstmal den Schneepfad, also den kleineren Weg. Warte mal, dann spoilerst du dich doch. Dann musst du aber meine Let's Plays trotzdem noch gucken, ne? Also das werde ich als Let's Play schneiden. Pommes, Auflauf, Pizzabrötchen, Chicken Nuggets. Ihr seid doch nicht zu zweit, wer soll das alles essen? Also es kommt dann gleich wirklich vorbei, ne? Also stell mir was warm. Ne?
okay. Das ist aber schön, dass du auch ältere Spiele spielst. Jahre jünger, kennt sich besser aus mit Retro-Games auch. Ja, okay. Okay. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Manche mögen ja auch Retro-Games, ne? Also auch wenn die jünger sind. Mein Freund ist viel. Okay, dann komme ich doch nicht vorbei. Ich will deinen Freund ja nichts weglassen. Ah, auf der Arbeit, ne? Wir haben jetzt so, ja, wie nennt man das? So Dinger, die man auf den Kopf setzt mit so einer Plastikscheibe, die man so runterklappt, ne? Die ja vom Gesicht halt ist, ne? Weil wir ja keine Scheibe vor der Kasse machen können. Das geht an der Kasse halt nicht bei uns, ne? Jetzt haben wir solche Dinger. Wie nennt man das? Also das sieht so aus wie so eine Schweißermaske, ne? So eine Art. Nur halt, die ist halt durchsichtig, ne? Das ist halt, ja, so Plastik. Ja. Kann man sich ein bisschen dumm erst vor, aber wenn man dann darüber nachdenkt, es geht um unsere Gesundheit, dann ist das egal, wie man aussieht. Du kannst gerne vorbeikommen und ich mache es dir dann wieder warm, wenn du hier bist, okay? Ich komme da vorbei. Ich sag meinem Chef da, dass ich morgen nicht zur Arbeit komme, ne? Ich würde aber auch sagen, ich esse viel. Also ich esse vielleicht nicht am Stück viel, sondern über den ganzen Tag hinweg sehr viel. Also ich kann mich jetzt voll essen und in einer Stunde könnte ich dann so gesehen wieder was essen. Ja. Ja. Basti hat schon gesagt, ich esse ihm die Haare vom Kopf. Also ja, besonders so Süßkram oder so, das könnte ich dauernd essen. Ja. Oh, du schreibst mir eine Entschuldigung, das ist aber nett. Klappt das immer? Also wenn das immer klappt, dann ja, konnte ich öfters besuchen. Nö, da ist nichts, was ich haben will. Danke. Also das sind Läden. Also für die Leute, die es noch nicht wissen, das sind... Man kann im Dungeon zufällig, treten die aber nur auf, kann man dann da Sachen kaufen. Aber die Nase juckt.